Ja, und damit willkommen zurück hier im Plenum. Und wir kommen damit zum Resümee der Arbeitsgruppen. Wer möchte von den Herren und Damen, kommen Sie zu mir nach vorn, die Moderatoren aus den Gruppen, Herr Ohm ist schon da, Herr Becker, Frau Pütz, ich glaube, Frau Sanden, übernehmen Sie es? Soll ich anfangen? Ich brauche die Stellwand dann. Ja? Dann, wir müssen ja nicht der Reihe nach durchgehen. Frau Pütz, ich würde Ihnen zuerst das Wort geben. Sie hatten die Arbeitsgruppe 3. Gib Ihnen auch das Mikrofon. Das können Sie mir gerne geben. Genau, es wäre schön, wenn wir einen Struktur, ich glaube, Frau Sanden holt gerade einen, oder können wir, sollen wir den nehmen, den Plan, oder gibt es den gleichen, den wir sonst immer hatten? Ist auch egal, wir könnten, nee, ist okay, machen wir so. Gut, ja, also wir haben in unserer Arbeitsgruppe sehr intensiv diskutiert. Das ist die dritte Arbeitsgruppe, war das Thema Ökologie, Klima, Naturschutz, Biologie. Ja, und da gab es einige Nachfragen. Also insgesamt wurde von den meisten der große Grünraum, der vorgesehene im Norden und auch der Gleispark im Süden, erstmal positiv gesehen. Aber es gab auch einige kritische Nachfragen, warum denn die Bereiche, vor allen Dingen am S-Bahnhof, jetzt sehen Sie es. Okay. Haben immer Vorrang. Genau. Also es gab die Frage, warum denn dieser Bereich um den S-Bahnhof herum nicht bebaut wird, ob man das nicht nochmal prüfen sollte. Das gab es als Hinweis. Gleichzeitig gab es auch mehrere Wünsche, die gesagt haben, der Gartenstadtcharakter soll erhalten bleiben, die grünen Aspekte, die da sind, sollen aufgegriffen werden. Insgesamt an der städtebaulichen Struktur gab es den Hinweis zu prüfen, dass der Ostteil zu grünlastig ist im Verhältnis zum Westen. Also dass im Westen etwas Grün fehlt und vor allen Dingen hier in dem Bereich der vorhandenen Bebauung als Zäsur zur Schule, also ob man nicht hier noch eine stärkere Grünverbindung an dieser Stelle vorsehen könnte und vor allen Dingen auch im Schulstandort zukünftig den Baumbestand, der dort ist, noch stärker integrieren könnte. Ansonsten gab es noch Anregungen, dass vor allen Dingen diese Grünverbindung hier südlich der Bahn, dass die zu schmal ist, dass die breiter sein sollte, um sowohl die Wegeverbindung wie auch dem Biotopverbund gerecht zu werden. Und dann nochmal der Hinweis zu prüfen, ob diese nördliche Straße notwendig ist oder ob die nicht irgendwie hierüber erschlossen werden könnte oder ob, wenn sie notwendig ist, sie dann deutlich schmaler sein könnte. Das war auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ja, insgesamt wurde diese fast freie oder autoreduzierendes Verkehrskonzept sehr positiv gesehen. Dieses Stärken des Radverkehrs wurde nochmal betont. Das heißt, auch die Qualifizierung der Radwege im Gebiet, aber vor allen Dingen auch die Radwege in der Umgebung, hier im Wald, aber auch hier durch, die sind im Moment im schlechten Zustand, die sollen verbessert werden und auch mit beleuchtet werden. Ja. Das heißt, und dann gab es noch immer die Frage, die geschützten Biotope in diesem Bereich, also ob man die geschützten Biotope stärker noch in die Grünstrukturen integrieren könnte, also was da hier im Gleispark vorgesehen ist, und das war der eine Wunsch. Und dann gab es noch den anderen Wunsch, es wurde noch mal intensiv über die Kleingärten an dieser Stelle hier diskutiert, ob die nicht bleiben könnten oder ob man die Kleingärten nicht später auch in die Freiraumstruktur integrieren könnte. Dazu gab es auch den Wunsch nach Urban Gardening und auch da den Wunsch, dass das in die Kleingärten oder nicht in die Kleingärten, sondern in die gesamte Grünstruktur als ein wichtiger Baustein integriert wird. Ja, ansonsten war immer die Grünstrukturen als Thema, wurden insgesamt, also auch nochmal die Frage, auch auf der nördlichen Seite kann das noch breiter sein, ansonsten ja, diskutiert wurde auch nochmal, hatte ich ja schon gesagt, die Bebauung auf Nord- und Südseite. Ja, das waren im Prinzip
die wesentlichen Inhalte unserer Arbeitsgruppe. Ja, recht herzlichen Dank. Gibt es von Ihnen dazu eine Nachfrage? Gut, danke schön. Frau Pütz, dann machen wir weiter. Herr Becker, sind Sie der Nächste, bitte. Wir hatten uns mit dem Bereich südlich der Bahntrasse befasst. Und ich muss sagen, das hat uns eine ganze Reihe neuer Fragen und Erkenntnisse mitgegeben. Also, es gab vor allem eine lebhafte Diskussion über den Verkehr. Und zwar verschiedene Aspekte davon. Zum einen natürlich die Befürchtung, dass über diese Verkehrstrasse auch eine stärkere Belastung ins Gebiet hineinkommt. Dem konnten wir nichts entgegensetzen. Das ist tatsächlich so. Es verband sich damit aber auch die Frage, wie diese Unterquerung aussehen könnte, damit auch Fußgänger und Radfahrer geneigt sind, sie zu nutzen. Aber der größte Teil der Diskussion richtete sich eigentlich auf die Frage, was ist denn unter einem autoarmen Stadtquartier zu verstehen? Und da waren die Wogen doch etwas hoch, zumal also eine Reihe von Anwohnern ringsum die Befürchtung äußerten, dass der autoarme Entwicklungsansatz zu ihren Lasten gehen könnte, weil wenn in diesem Gebiet der Parkraum verknappt wird, dann der Druck auf den Parkraum in den angrenzenden Straßen unter Umständen deutlich höher würde. Das müssen wir erstmal so mitnehmen, da muss man sich damit auseinandersetzen und die Angebote, die hinsichtlich der Mobilitätserhöhung zu unterbreiten sind, richten sich sicher dann auch nicht nur an die Bewohner der Neubauten, sondern auch, das wäre eben dann die Aufgabe, die Bewohner in den angrenzenden Quartieren mit hinzuzunehmen. Ein wichtiger Punkt gehört auch dazu. Es wurde darauf hingewiesen, dass gerade in diesem Bereich der Parkplatzdruck durch Pendler relativ hoch ist und dass insofern also ein überzeugendes Mobilitätsangebot auch mitbedenken muss, wo Pendler denn umsteigen können. Denn irgendwo ist natürlich so eine Nahtstelle auch erforderlich. Die anderen Fragen richteten sich vor allem dann hier auf den Komplex der Schulen, auch quasi um die Frage, welche der jetzt hier ansässigen Betriebe unter Umständen davon betroffen werden. Wir haben aber festgestellt, dass es im Grundsatz ein Verständnis für die Standortplanung gibt und dass insofern also Wege gesucht werden müssen, wie beide Seiten da zusammenkommen. Schließlich die Frage nach dem, was denn mit dem urbanen Wohnquartier gemeint sei, wie hoch, welche Geschossigkeit das hat, wer dort baut, wer außer den Berliner Wohnungsunternehmen da noch zum Zuge kommt, ob Genossenschaften, ob andere Gruppen eine Chance haben, sich da an den Wohnbauten zu beteiligen. Wir haben an der Stelle noch keine Antworten geben können, weil wir im Moment noch in einer Phase sind, wo wir ja die Strukturen quasi jetzt planen. Aber es wird sicher quasi in der nächsten Runde dann auch konkretere Informationen dazu geben, wie das aussieht, dass die Berliner Wohnungsunternehmen da einen signifikanten Teil der Baumaßnahmen übernehmen sollen. Das darf man als politisch Gesetz betrachten. Aber wie andere in diesen Prozess auch mit eingegliedert waren, das wird noch zu verabreden und zu finden sein. Soweit vielleicht erstmal als kurzer Überblick. Wie bitte? Ja, gibt es hier eine Nachfrage? Kleinen Moment, ich komme mit dem Mikrofon, damit alle die Frage verstehen oder die Nachfrage. Es ging auch um den Erhalt der Kleingärten, ob diese mögliche Bebauung, damit es nicht zu dicht dort wäre, vielleicht auf die Seite des Gleisdreiecks verlegt werden könnte. Denn die Genossenschaftsbauten sind ganz nah an den Kleingärten dran. Das wäre eine sehr große Verdichtung und sehr nachteilig. Gibt es weitere Nachfragen? Ich komme mal hier rum und reiche mal hier zwischendurch.
Ja, ich habe die Frage danach, wer denn da die Eigentümer zurzeit sind. Es wurden ja schon Gespräche mit den Eigentümern geführt, also müsste man ja sagen, welche einzelnen Eigentümer das sind, ob das nun Genossenschaften sind oder sogenannte Investoren. Ja, gibt es darauf eine Antwort, Herr Becker? Es sind keine Genossenschaften, es sind auch, sagen wir mal, nicht landläufig Investoren, zumindest nicht hier im südlichen Teil, sondern es sind, es ist hier im Kranz rings um das Gebiet eine Mischung unterschiedlich großer Eigentümer, also die unterschiedlich große Grundstücke haben. Und der größte Batzen, der ehemalige Güterbahnhof, ist immer noch im Eigentum des Bundeseisenbahnvermögens. Gibt es noch eine letzte Frage vielleicht dazu? Gut, dann gebe ich auch direkt weiter an Herrn Ohm, an den Bereich Verkehr und Mobilität. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, Verkehr spielt offenbar in allen Arbeitsgruppen, an allen Tischen oder Tafeln eine Rolle. Natürlich in der Arbeitsgruppe 5 am meisten unter diesem Stichwort Verkehr. Ich will mal anfangen mit dem öffentlichen Personennahverkehr. Zur S-Bahn, zum Regionalbahnhof gab es eigentlich wenig Nachfragen, außer ob wir denn die Planungen der Regionalbahn, des Regionalbahnhofs da entsprechend berücksichtigt hätten und eingeplant hätten. Das betrifft insbesondere den städtebaulichen Teil und wir verfügen da über die aktuellen Lagepläne und die Dinge sind berücksichtigt. Ansonsten drehte sich viel darum, wie die Straßenbahn geführt wird über den Stellingdamm und dann diese große Wendeschleife sozusagen dreht, ob diese Wendeschleife tatsächlich erforderlich ist, weil ja auch die Infrastrukturen in diesem Bereich in einem durchaus sehr schlechten Zustand sind und man sich nicht so richtig vorstellen kann, dass das alles verkehrstechnisch miteinander funktioniert, insbesondere am Knotenpunkt Stellingdamm-Mahlsdorfer Straße, wo man schon im Bestand sozusagen die abbiegende Straße als großes Verkehrshindernis ansieht. Das waren so die wichtigsten Punkte eigentlich zum öffentlichen Personennahverkehr, wo wir die Anregung mitgenommen haben, diese Führung der Wendeschleife so nochmal zu prüfen, insbesondere auch vor dem Hintergrund der Investitionen, die da sozusagen erforderlich wären. Eng im Zusammenhang sozusagen mit dem öffentlichen Nahverkehr wurde die Thematik Park und Ride diskutiert. Hier ist tatsächlich offenbar ein Problem vorhanden, welches wir in unseren Aufnahmen auch bereits erkannt haben, vielleicht nicht in der vollen Schärfe. Man geht also davon aus, dass Teile des Stadtbezirkes, aber auch Pendler aus Brandenburg, aus dem Land Brandenburg sozusagen, bis hierher nach Köpenick und auch zum Hirschgarten kommen, hier sozusagen in Größenordnung umsteigen und es entstand die Frage, ob wir nicht ein qualifiziertes Angebot für Pendler sozusagen hier schaffen könnten. Da gab es klare Aussagen, dass es im Moment verkehrspolitisch so nicht gewollt ist und auch mein Hinweis dazu, dass es eigentlich nicht zweckmäßig ist, sozusagen an Punkten, wo wir ohnehin schon eine Fülle verkehrliche Probleme haben, zu versuchen, weitere Verkehrsströme zu konzentrieren. Aber wir müssen natürlich diese Thematik der Pendlerverkehrsströme mitnehmen und einfach nochmal überlegen, wie kann das sozusagen befriedigend gelöst werden? Muss ich das in Ansätzen vor Ort hier weiter dokumentieren? In einer Hinsicht sicherlich Perspektive schon. Das betrifft dann auch die Frage der Verdrängung von oder des autoarmen Wohnens. Wo kann ich wie und warum parken? Müssen wir so viele Pendler in diesem Straßennetz haben? Vielleicht wird man hier perspektivisch einfach über Fragen der Parkraumbewirtschaftung nachdenken müssen. Bewohnerparkzonen, dass die Bewohner komfortabler parken können, bewirtschaftete Parkbereiche und eben Pendler nicht mehr in dieser Größenordnung hier ihr Fahrzeug abstellen können. Ja, soweit zum öffentlichen Personennahverkehr und zum Ruhenverkehr. Radverkehr spielte noch eine relativ wichtige Rolle. Also die meisten haben sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass wir hier doch sehr interessante Radverkehrsstrukturen vorgesehen haben. Aber bestimmte Radverkehrswege oder Relationen, die hier eingetragen sind, entlang
hier dieser kleinen Flussläufchen, die sind zum Teil im Moment gar nicht da und es wurde gefragt, wie wollen wir das denn sichern, dass diese Dinge dann auch realisiert werden, zumal sie auch außerhalb des Untersuchungsgebietes liegen. Wir sollten also in den weiteren Planungsschritten durchaus nochmal sehen, wenn wir solche Vernetzungen darstellen, dass wir dann auch sicherstellen, dass sie tatsächlich auch kommen oder wir müssen uns auf das zurückziehen, was sozusagen realisierbar ist. Also dargestellt ist hier ein Wunschbild, wir wollen eine Vernetzung haben, ein Teil dieser Dinge ist realistisch, ein Teil dieser Dinge ist sozusagen noch nicht vertiefend diskutiert worden. Soweit war das zum Radverkehr und dann kommen wir noch natürlich zu dem Hauptgegenstand der Diskussion, zum Tangentenviereck. Da war immer die große Sorge, kann das Tangentenviereck überhaupt die Verkehre aufnehmen, zieht es nicht zusätzlichen Verkehr sozusagen an, der dann insbesondere den Stellingdamm weiter belastet. Dazu kam vom Herrn Becker schon eine klare Aussage, ja, wir bündeln auch Verkehr, es wird also mehr Verkehr dort geben. Es gab die Frage nach der Dimension und sie ist auch eindeutig beantwortet worden. Wir reden hier über zweispurige Stadtverkehrsstraßen, nicht über vierspurige sozusagen Hochleistungsstraßen in diesem Bereich. Eine wichtige Diskussion spielte außerdem ja Führung über eine Brücke oder Unterführung. Hier ist ganz klar der Wunsch, denke ich mal, rausgekommen, falls ich das nicht richtig wiedergeben sollte, dann widersprechen Sie mir bitte, dass eigentlich eine Unterführung kommen möge, weil man weder sein Haus noch seinen Kleingarten unter einer großen Brücke wiederfinden möchte, die dort die Gleisanlagen überspannt. Und es ist auch der Wunsch geäußert worden, möglichst frühzeitig und so lang wie möglich parallel zur Bahn zu gehen mit dieser Straße, um sozusagen ja eine größtmögliche Verträglichkeit herbeizuführen. Das waren so die wichtigsten Stichpunkte in Kürze. Ja, herzlichen Dank, Herr Ohm. Auch hier ist die Möglichkeit jetzt für Nachfragen. Da ist eine. Ich komme zu Ihnen. Ich wollte mal wissen, ob darüber nachgedacht wurde, die Taktung der S-Bahn zu erhöhen. Denn wenn hier 4.000 Menschen zuziehen, wird es wohl nicht mehr reichen. Herr Ohm? Ja, ad hoc kann ich da keine Antwort drauf geben. Frau Grünert kann das vielleicht ergänzen. Ich reiche mal das Mikrofon einfach weiter. Ich dachte, darüber hatten wir auch diskutiert, was man macht, wenn der Regionalbahnhof da ist, ob auch die, ich sag mal, die Straßenbahn getaktet wird, zusätzlich mit Verkehren. Das wird sich alles in dem Zusammenhang dann zeigen und ergeben und das wird dann auch vom Land Berlin bestellt, so es das Aufkommen erfordert und so es diese Untersuchung, die wir dazu machen, dann in dem Sinne auch erbringen. Danke. Gibt es noch eine weitere Nachfrage? Ganz hinten, das ist schön. Ich fange bei Ihnen an und komme dann zu Ihnen und würde dann aber auch gern weitergeben. Ihre Frage bitte. Also es war keine Frage. Ich war auch in der Gruppe und da war nicht mein Bedenken, aber das von anderen Anwohnern aus der Region im Norden, dass versucht wird, die Verkehrsströme zu umgehen, die dann angedacht sind durch das Märchenviertel. Und da haben sich auch Leute Sorgen gemacht um die diese denkmalgeschützte Substanz. Das wollte ich noch ansprechen, weil da waren doch einige, die dem kritisch gegenüberstanden und sich da Sorgen gemacht haben. Also keine Frage von mir. Also Erschütterungen. Ne? Ja. Dann noch eine Nachfrage oder auch Ergänzung? Keine Nachfrage. Einfach nur nochmal als Hinweis. Wir haben ja viel mitbekommen, was alles schieflaufen kann im Fernsehen. Gerade hinsichtlich dieser Park-and-Ride-Situation ist es so, dass es eigentlich momentan schon absolut die nicht nur Köpenick und Hirschhafen, sondern genauso auch Friedrichshagen und auch in Erkner stellen viele Leute zu, dass die Situation eigentlich momentan schon völlig überfordert ist. Und wenn Köpenick Regionalbahnhof wird, dann wird es mit Sicherheit nicht weniger. Und selbst wenn wir die Parkplätze hier in Köpenick nicht schaffen, verlagert sich das einfach nach draußen. Und das ist mein Statement dafür. Ich denke, darüber sollte man echt nachdenken. Und man kann das anhand von Zahlen mit Sicherheit auch prüfen. Das wird mit der BVG sicher machbar sein. Ja, auch danke für diese Anregung. Herr Jannicke. Sie machen sich bitte auch startklar und wir sind gespannt auf die Ergebnisse aus Infrastruktur und Nachbarschaft. Bitte schön. Ja, ich habe die Arbeitsgruppe Soziale Infrastruktur vertreten. Wir haben im Wesentlichen
drei Schwerpunkte behandelt. Im größten Schwerpunkt behandelte den Schulstandort im Norden, also den oberen Schulstandort. Und da waren auch die meisten Nachfragen, vor allen Dingen von den direkten Anrainern. Es ging um die Höhenentwicklung der Schule, es ging um Lärmbelästigung der Schule, es ging um die weitere Nutzung des ehemaligen Gaswerks bzw. BSR-Standortes. Wir konnten das, glaube ich, einigermaßen klar darstellen, was dort angedacht ist, beziehungsweise zu den konkreten, präzisen Ausformungen der Schule noch keine Aussagen machen, weil das im jetzigen Stadium noch viel zu früh ist, um sich mit Gebäudegrößen und Gebäudestrukturen jetzt schon auseinanderzusetzen. Wir haben dann noch eine Frage gehabt, warum der Schulstandort dort ist, wo er jetzt angedacht ist und nicht im Süden vom Stellingdamm, und konnten, also vor allen Dingen vom Schulamt dargelegt, dass der südliche Standort für die Anforderungen einer Grundschule zu gering ist, zu klein ist, und es spielt natürlich auch die Verfügbarkeit eine Rolle. Das südliche Gelände am Stellingdamm ist ja privat und das nördliche gehört der BSR, und es ist angedacht, dass das vom Land Berlin von der BSR aufgekauft wird. Es gab dann Ideen zu der weiteren Nutzung der denkmalgeschützten Gebäude auf dem jetzigen BSR-Standort. Es wurde angedacht und angeregt, die große Kohlenhalle, das ist eine große verglaste Halle, die dort steht, mehrfach zu nutzen für verschiedene kulturelle Einrichtungen auch. Es ist angedacht an einen regionalen Markt, also verschiedenste Nutzungen, die dort diskutiert wurden. Es wurde angeregt, möglicherweise dort auch eine Jugendfreizeiteinrichtung, ein Kiezclub unterzubringen. Sogar konkrete Flächenvorgaben wurden gemacht mit 500 Quadratmetern. Also es gab eine rege Beschäftigung mit diesem nördlichen Standort. Zu dem südlichen Standort wurde vor allen Dingen gesprochen über die Sporteinrichtung auf dem südlichen Standort. Das wurde angeregt und auch vom Bezirksamt bestätigt, dass man durchaus positiv einer Mehrfachnutzung, also durch Vereine einer solchen Sporteinrichtung auf dem südlichen Standort gegenübersteht. Es kam dann noch die Frage, ob wir auch genügend Kindertagesstätten berücksichtigt haben. Wir konnten darlegen, ja, wir haben genügend Kindertagesstätten berücksichtigt. Ansonsten der zweite Schwerpunkt der Diskussion war andere soziale Einrichtungen an einem Standort. Und da spielte natürlich vor allen Dingen auch eine Rolle der Ortskenntnis. Insofern sind ja solche Veranstaltungen auch besonders wichtig, dass man eben die Ortskenntnis mit einfangen kann. Mir war zum Beispiel neu, dass es ein sogenanntes Rabenhaus gab auf dem nördlichen Standort. Es wurde dafür plädiert, dieses Rabenhaus wieder zu etablieren dort. Das nehmen wir als Prüfauftrag mit. Gleichermaßen wurde angeregt über den ehemaligen Standort Waldburg. Es gab da offensichtlich zu DDR-Zeiten eine Ferienanlage hier am Hirschgarten. Wir nehmen das auch mal als Anregung auf, darüber nachzudenken, ob man sowas wieder einrichten kann. Es gab dann natürlich die Anforderung und Nachfrage nach eben generationsübergreifenden Nutzungen. Wir haben da wieder auf die jetzige BSR-Standort verwiesen, der dafür unseres Erachtens besonders geeignet ist. Es gab dann als dritten Schwerpunkt eigentlich generelle Fragen, die meines Erachtens auch ein bisschen untergegangen sind, zum Beispiel zu kulturellen Einrichtungen. Ich zähle das jetzt mal auch zur sozialen Einrichtung, zur sozialen Infrastruktur. Also es gab die Nachfrage nach einem Theater, einem Kino. Es gab die Nachfrage nach Mehrgenerationenhaus, habe ich schon gesagt. Es gab auch dann die Nachfrage nach diesem regionalen Markt. Also das hat sich so ein bisschen überschnitten aus den Diskussionen zu diesem nördlichen Standort und den sonstigen sozialen Einrichtungen. Es gab dann noch Fragen, vor allen Dingen zu ergänzenden Nutzung zum Wohnen. Also ist bedacht worden, dass das ein Mehrgenerationenwohnen sein soll, ist bedacht worden, dass wir hier Barrierefreiheit brauchen, auch für die Erschließung der Wohnflächen, ist bedacht worden, dass wir brauchen eine gewisse Stadtmöblierung für diese Aufenthaltsflächen dort. Also es gab verschiedenste Anregungen und Nachfragen, die eben über das eigentliche soziale Thema, soziale Einrichtungen hinausgingen. Ja, danke schön, Herr Janicke. Gibt es hier Nachfragen oder Ergänzungen?
Ja, dann bleibt noch, vielen Dank, Herr Jannicke, dann bleibt noch eine Gruppe übrig. Und da verteile ich jetzt auch mal die Mikrofone. Dank, Sie Schilling. Können gleich starten. Ich gebe Frau Sanden das zweite. Sie werden Verständnis haben, dass Herr Bodenhauer sitzen bleibt, weil das Stehen fällt ihm doch recht schwer. Und Frau Sanden hier an der Tafel wird ergänzen. Diese Arbeitsgruppe war eine der lebhaftesten, muss ich sagen, in meiner Beobachtung, die ich durch alle fünf gehen durfte heute. Und deswegen kommt sie jetzt in den Schluss, an das Schlusswort, bevor ich Ihnen noch ganz kurz dann zusammenfasse, was Sie an den Tafeln so geschrieben haben. Ja, Frau Sanden, Sie kriegen Dank, das zweite Mikrofon. Ich fange mal an und Frau Sanden ist so lieb und ergänzt das dann an der Tafel, die da vorne steht. Ja, Sie haben das eben schon gesagt, es war eine sehr lebhafte Arbeitsgruppe. Wieder ganz wie zu erwarten war natürlich das Thema Verkehr, auch hier ein großes Thema, die Straße entlang in Verlängerung des Stellingdamms. Das war ein großes Thema und das zweite große Thema war die vorgesehene, vorgeschlagene Bebauung dieser 24 Grundstücke in der Elsengrundsiedlung, in der denkmalgeschützten Elsengrundsiedlung. Aber wir haben uns auch sehr lebhaft unterhalten über das jetzige BSR-Grundstück, also die denkmalgeschützte ehemalige Gasanstalt, zu der es übrigens ganz ähnliche Vorschläge gab, wie sie hier schon erörtert worden sind, was Nutzung sowohl der denkmalgeschützten Substanz anbetrifft, als auch was jetzt den Schulstandort anbetrifft. Zum Schulstandort wurde insbesondere, ich nehme das mal vorweg, angemerkt, dass man doch da die Situation in der Hirtestraße bedenken sollte, wo momentan die Straßenbahnenthaltestelle ist und wo viele Eltern ja dann mit dem Auto ihre Kinder abladen, hinbringen würden, sodass abladen, Entschuldigung, es war nicht so gemeint, also wo viele Eltern ihre Kinder hinbringen würden und es zu Problemen kommen könnte. Wir haben das aufgenommen, das ist so ein kleines Detailchen. Aber nochmal zu der Frage der Straßenführung. Ganz ähnlich, wie das eben schon angeklungen ist, war sowohl der westliche Teil des Stellingdamms einer lebhaften Debatte wert, weil man gesagt hat, das ist doch heute schon sehr überlastet, was soll denn da in Zukunft vorgesehen werden? Wir haben immer wieder darauf hingewiesen, es wird eine zweispurige Straße sein, ja, aber die Einmündung in die Mahlsdorfer Schrägstrich Bahnhofstraße, das ist ein großes Problem schon heute. Also da gibt es noch weiteren Diskussionsbedarf. Wir konnten das auch nicht zu Ende ausführen. Das andere war insgesamt der Verlauf der Straße, insbesondere aber ihre Querung unter der Bahn, weil in diesem Zusammenhang angesprochen wurde, die damit kombinierte Fußgänger- und Radfahrdurchwegung sei doch wohl hochproblematisch, weil man da eine lange Strecke und einen Angstraum hätte. Das sollte doch bitte noch mal überprüft werden. Also das war so ein Punkt. Wir haben uns aber auch immer wieder darauf berufen können und gesagt, das Ganze ist momentan sowieso noch eine Frage der noch zu abzuarbeitenden Machbarkeitsstudie. Wir konnten einfach verbindliche und endgültige Auskünfte nicht geben. Und ich komme noch mal auf den Stellingdamm. Da wurde jetzt lebhaft gestritten über Denkmalschutz ja oder nein, Ensembleschutz ja oder nein. Es gehören die Gärten in ihrer jetzigen Konfiguration zum Denkmalschutz oder ist es auch denkbar, dass sie in der ursprünglichen Konfiguration wie von oder so Rudolf Salvesberg geplant so wiederhergestellt würden, sodass man dann bebaubare Restgrundstücke hätte. Uns schlug sozusagen einhellig entgegen, alle 24 Eigentümer wären gegen einen Verkauf und gegen eine Umnutzung ihrer Gartengrundstücke. Ich habe dann im Nachgang zu der Arbeitsgruppe dann doch vereinzelte Stimmen gehört, die sich dann doch wieder ganz anders geäußert haben. Ich will hier jetzt keine Zwietracht sehen, aber es schien dann doch nicht so ein ganz so einhelliges Bild zu sein. Wir haben darauf hingewiesen, das tue ich hiermit auch nochmal, dass im November eine nochmalige Erörterung mit den Eigentümern stattfindet.
die auch auf Wunsch, das haben wir ausdrücklich unterstrichen, auch auf Wunsch in Einzelgesprächen, aber nicht grundsätzlich in Einzelgesprächen erfolgen soll. Es gab großes Misstrauen, es wurde schon von Enteignung, wurde Enteignung gemutmaßt. Wir haben diesen Schandbegriff sozusagen immer wieder aus der Diskussion herausziehen können. Aber da bestand immer noch ein gewisses Restmisstrauen. Wir haben also immer wieder betont, es geht hier nicht um Enteignung. Es geht darum, dass man sich gütlich verständigt, entweder ja oder nein, und dass das in nachfolgenden Schichten erörtert werden soll. So, jetzt darf ich an Frau Santen übergeben. Vielleicht habe ich jetzt nur das eine oder andere vielen vergessen. Dank. Also das war jetzt eigentlich schon das, was nochmal ganz wichtig ist, weil auch Herr Dr. Lang hier sitzt. Es kam auch nochmal der Hinweis, die denkmalgeschützte Elsten-Grundsiedlung wird in 2 Jahren 100 Jahre alt. Und da doch nochmal zu gucken, also es ist gerade in den öffentlichen Räumen doch problematisch, also inwieweit es doch möglicherweise Fördermittel geben kann, um hier Aufwertungen, also vielleicht auch im Zusammenhang damit unsere Gebietsentwicklung durchzuführen. Und das würden wir mal mitnehmen als Prüfauftrag. Ja, gibt es hier Nachfragen oder Ergänzungen? Gut, dann danke ich den Moderatoren, Moderatorinnen aus den Arbeitsgruppen ganz herzlich, Ihnen natürlich auch fürs Mitmachen. Und damit kommen wir auch zu einem kurzen Blitzlicht von dem, was Sie auf den Tafeln aufgeschrieben haben. Das spiegelt auf den Punkt gebracht das wieder, was Sie hier jetzt gerade gehört haben. Was nicht gesagt wurde, was ich aber spannend fand, denkt bitte auch an Sitzplätze und Toiletten. Es wurde auch gesagt, wir haben ein wenig Sorge um den Lärm. Bitte informiert uns rechtzeitig, wenn Baumaßnahmen anstehen. Es wurden viele Anregungen gegeben zu Kultur, zu Kunst, zu Freizeit, für Kinder, für Erwachsene, also für alle Generationen. Es wurde auch über Einkaufsmöglichkeiten etwas geschrieben und es wurde auch etwas über die ärztliche und gesundheitliche Versorgung, die in Treptow-Köpenick nicht ganz unkompliziert ist. Auch hier vielleicht eine Anregung, auch ein Ärztezentrum oder zumindest Niederlassung zu berücksichtigen. Es ging auch um Takterhöhung, Sie hatten gesprochen, um mehr Wagen. Es ging auch mal um Kleinbusse. Es ging um den Ausbau der Fuß- und Radwege, es ging um Parkhäuser, Tiefgaragen, um Elektrotankstellen, es ging um die Fertigstellung der TVO. Starten ist gut, fertigstellen ist besser. Es ging auch um Restaurants, es ging um einen Biergarten, passenderweise zum Oktober. Es ging auch um Öffnung von Schule für Veranstaltungen oder auch für Sport. Gemeinschaftsflächen waren auch mehrfach ein Thema. Und das allergrößte Thema, die allermeisten Fähnchen, was glauben Sie, wofür die heute gesteckt wurden? Sagen Sie es laut. Große Straße. Wer bietet was anderes? Erhalt der Gärten, Grünflächen. Erhalt der Gärten und Grünflächen und auch urbanes Gärtnern und integrierte Grünanlagen in den Wohngebieten, auch sozialer Wohnungsbau bei der Gelegenheit war dabei, war eines der Kernthemen, die Sie bewegt haben. Ja, ein sehr schöner Spruch, über ein Fähnchen habe ich mich gefreut. Danke für diese Möglichkeit, Zukunft mitzugestalten. Und das ist für mich eine Steilvorlage an Herrn Höllmer und Herrn Dr. Lang zu übergeben. Frau Santen, Ihnen nehme ich gleich das Mikrofon ab. Ja, wie geht es weiter? Herr Dr. Lang, Herr Höllmer, Sie beide sind jetzt gefragt. So, wir sind uns eigentlich immer einig, wenn wir irgendwo stehen, wir waren uns nur gerade nicht einig, wer anfängt. Wer anfängt mit dem Aufhören? Denn ich habe gerade überlegt, erstens hat Frau Schilling schon ein schönes Schlusswort gesagt und zweitens steht da das, was ich Ihnen sagen wollte. Aber ich will vorher noch ein bisschen was zu dem sagen, was wir heute erlebt haben. An einem Gespräch am Rande habe ich also ein bilaterales Gespräch mit einem der Anwesenden, habe ich so den Eindruck mitgenommen, jetzt habt ihr ja doch schon alles geplant, es ist schon alles entschieden, wieso werden wir nicht früher beteiligt?
Da habe ich gesagt, na, es gab doch, Bürgermeister hat es am Anfang ja auch erwähnt, im April schon mal eine Veranstaltung, wo wir eher gesagt haben, wir haben da so eine vage Idee, an der arbeiten wir gerade. Es ist eigentlich immer so bei diesen Veranstaltungen, entweder kommen wir und sagen, wir haben eine vage Idee, wissen es noch nicht konkret, dann kriege ich meistens das Antwort, ja, was wollt ihr denn? Kann man ja nicht drüber verhandeln. Wenn wir dann sagen, wir bereiten mal was vor, wie es werden könnte, weckt das oft den Eindruck, es ist ja eh schon alles entschieden. Das ist ja schon eingezeichnet, wo was ist. Ich habe das jetzt sehr überspitzt, weil ich glaube, heute war die Diskussion in der Regel nicht so. Das war eine ziemlich gute Diskussion, die ich mitgekriegt habe, gerade beim Rundgehen an den Tischen. Ich habe das Gefühl, wir haben uns die richtigen Fragen gestellt, wir haben uns mit den richtigen Themen beschäftigt und unsere Antwortentwürfe, die wir bisher haben, die sind zumindest nicht ganz falsch. Also ich glaube, es ging vieles in eine gute Richtung. Es gibt noch ganz viel zu streiten im positiven Sinne, gemeinsam zu erarbeiten. Jetzt all das zu verdauen, auszuwerten, was Sie heute mit uns zusammen gemacht haben, das werden wir sehr fleißig und sehr ordentlich tun. Wir werden das auch gut dokumentieren, weil ich weiß, Sie werden sich das genau anschauen und weil wir ja auch gemeinsam hier ein gutes Ergebnis haben wollen. Und drum komme ich jetzt langsam zu dem, was da oben steht. Ich danke Ihnen allen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Ihre Freizeit heute nach Feierabend, vielleicht auch früher gegangen sind, sich hier so engagiert eingemischt haben. Ich bitte Sie, machen Sie das weiter. Ich danke ganz herzlich Frau Schilling für die sehr charmante Moderation heute Abend. Meine damit auch mit die Moderatoren und Moderatoren der Arbeitsgruppen, die das auch sehr toll gemacht haben. Ich danke allen, die dazu beigetragen haben, dass dieser Abend so gut werden konnte, wie er ist. Und das sind alle, die jetzt da sind und ein paar, die wahrscheinlich auch nicht da sind. Ich möchte Sie alle wiedersehen beim nächsten Mal. Ja, meine Damen und Herren, ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Ich habe Herrn Dr. Lang jetzt einfach mal den Vorrang gelassen, dass er zuerst reden darf, weil er ist ja auch schließlich derjenige, der zusammen mit seinen Kollegen und Kolleginnen die Hauptarbeit jetzt weitermachen muss. Sie haben das ja eingangs gehört. Wir haben ein Stück unserer Planungshoheit hier an dieser Stelle abgegeben an den Senat, weil wenn das ein Entwicklungsgebiet wird, liegt die Hauptverantwortung in der Tat auf der Senatsebene. Gleichwohl ist natürlich der Bezirk weiter eingebunden. Das heißt, wir werden in vielen, vielen Runden werden wir weiter zusammensitzen und werden uns über dieses Areal dann eben weiter auseinandersetzen und werden natürlich versuchen, die ganzen Anregungen, die ganzen Vorschläge, die jetzt auch von Ihnen gekommen sind, dort irgendwie gemeinsam dann zu verarbeiten und mit einfließen zu lassen. Und ich kann mich dem auch nur anschließen. Es ist, glaube ich, wichtig, wenn man über Bürgerbeteiligung redet und wir jetzt auch versuchen, Bürgerbeteiligung hier zu leben, dass Sie diese Möglichkeit auch sehr intensiv ergreifen und versuchen, sich eben entsprechend auch in den nächsten Phasen einzubringen. Sie haben das anfangs ja gehört. Es sind weitere Runden dieser Art oder ähnlicher Art vorgesehen. Ich möchte Sie auch wirklich dringlich bitten, kommen Sie wieder, nutzen Sie die Möglichkeit, dort mitzureden, nutzen Sie die Möglichkeit, Ihre Vorschläge zu machen, weil Sie sind letztendlich auch natürlich diejenigen, die mit dem Ergebnis, das da irgendwann mal entsteht, in unmittelbarer Nachbarschaft leben müssen. Und insofern sollte es schon so sein, dass Sie eben für sich auch den Eindruck haben, da entsteht was Gutes, da entsteht was Vernünftiges. Nicht jeder Wunsch kann erfüllt werden, das ist völlig klar. In dem Moment, wo wir über Zuzug reden, wo wir über Verdichtung reden, gibt es sicherlich auch das eine oder andere Beschwernis. Aber man kann natürlich versuchen, möglichst dann eben Lösungen zu finden, die verträglich sind, mit denen Sie klarkommen können. Und das ist auch unser aller Ziel und das wollen wir natürlich als Bezirk und ich denke auch der Senat entsprechend realisieren. Also insofern auch von mir ein ganz herzliches Dankeschön, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Machen Sie das bitte weiterhin, wenn solche Formate angeboten werden, wenn Sie sich entsprechend einbringen können. Nutzen Sie die Möglichkeit. Ganz herzlichen Dank. Kommen Sie wieder und ich hoffe, wir kriegen etwas Wunderbares gemeinsam geschafft, auch wenn es noch dauert. Wir sind ganz am Anfang. Insofern darf man das auch noch nicht überbewerten, was Sie da sehen. Da sind noch Gestaltungsmöglichkeiten gegeben und die sollten wir gemeinsam ergreifen und sollten Sie nutzen. Herzlichen Dank und einen schönen Abend für Sie. Jetzt habe ich das Doppelmikrofon. Auch ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Geduld, für Ihr Engagement. Und ich möchte Ihnen noch etwas mit auf den Weg geben. Es ist heute schon mal genannt worden, mein.berlin.de. Das ist die Beteiligungsplattform online des Landes Berlin, auf der künftig alle Beteiligungsverfahren stattfinden werden. Also egal, wofür Sie sich engagieren, auch in Zukunft, sobald es eine Online-Beteiligung gibt, finden Sie sie genau auf dieser Plattform. Ja, und damit wünsche ich Ihnen einen schönen Nachhauseweg. Bleiben Sie so engagiert. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.